Hallo und herzlich willkommen auf Francis Rose Art. Herzlich willkommen allen denen, die auch ganz neu bei mir sind. Auf meinem Kanal geht es rund um die Kunst und um Kreativität, ums Malen, aber auch ums Kreieren von anderen Dingen. Im heutigen Video zeige ich euch meine Uhuhu Artmarker. Uhuhu hat, glaube ich, jeder schon mal von gehört, der so im künstlerischen Bereich tätig ist. Das sind halt alkoholbasierte Marker, so in der Art wie die Copic-Marker. Ich kann allerdings keine Vergleiche ziehen, da ich Copic-Marker noch nie ausprobiert habe. Deswegen spreche ich einzig und allein über die Uhuhu. Ich habe mir die schon vor längerer Zeit bestellt. Muss aber sagen, ich war noch nie ein Fan von Filzstiften in dem Sinne. Wollte das Ganze aber ausprobieren und habe sie echt lange hier liegen gehabt, bis ich jetzt endlich dazu gekommen bin, sie mal ein bisschen intensiver zu testen. Was ich sagen kann, ich finde die Stifte von der Optik und der Haptik super schön. Die Kiste mit dieser Einteilung, wo die Stifte drin sind, mit dem Verschluss, finde ich auch total klasse. Man hat oben den Henkel drin versenkt, also alles sehr wertig, macht schon mal einen ganz guten Eindruck. Die Farbauswahl ist auch nicht schlecht. Ich habe allerdings jetzt so im Nachgang festgestellt, ich hätte gern mehr Farben, deswegen werde ich mir definitiv nochmal welche nachbestellen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch super. Ich habe die Kiste letztes Jahr für ca. 16, 17 Euro gekauft. Ihr kriegt sie jetzt bei Amazon für 20. Ich glaube, mit einem 10% Gutschein sind es dann so um die 18 Euro. Da müsst ihr mal schauen, vielleicht gibt es auch noch andere Webseiten. Ich kaufe halt überwiegend entweder beim Künstlerbedarf, Gerstecker und Bösner oder eben bei Amazon. Ich weiß nicht, ob ich hier diese Werbung machen darf. Ich mache sie einfach, weil das ist die Realität. Da kaufe ich ein. Die Farben sind leuchtend. Ich kann auch nicht sagen, dass im Gegensatz zu manch anderen günstigen Sets, die ich recherchiert habe, da haben die Leute dann geschrieben, dass einige Stifte schon ausgetrocknet waren oder relativ zügig ausgetrocknet sind. Ich habe bei diesen Stiften hier echt jede Farbe benutzt, bis auf die Null. Das Durchsichtige finde ich absolut sinnlos, absolut unbrauchbar. Aber alle anderen Stifte waren oder sind bis zum heutigen Zeitpunkt und ich habe sie, wie gesagt, schon einige Monate und habe nicht viel damit gemacht, aber ich habe was damit gemacht und sind alle sehr reichlich gefüllt, reichlich, ja, die Farben sind satt. Also es ist kein Stift zu trocken gewesen bis jetzt. Ich habe auch das Gefühl, dass da wirklich alle gleich auf dem gleichen Qualitätsstand sind, sozusagen. Ich habe hier mein Art Creation Skizzenbuch genommen für die Marker und kann euch gleich sagen, das Problem bei diesem Papier ist einmal, dass natürlich die Farben durchbluten. Das hat man bei den Alkoholmarkern bei vielen Papieren. Das müsst ihr bedenken. Ich habe hier tatsächlich dann immer zwei Seiten zusammengeklebt, hier bei den ersten noch nicht, denn da habe ich es erst bei der Farbkarte gesehen, wie sehr das dann doch durchdrückt. Aber alle weiteren Seiten, die ich dann bemalt habe, die habe ich dann immer im Doppelten zusammengeklebt, sodass dazwischen halt nichts reingemalt wird. Weil auf einer Seite, wo durchgedrückt ist, die Farbe, malt man sowieso nicht mehr, also habe ich die zusammengeklebt. Im Nachhinein ist mir auch aufgefallen, dass tatsächlich, wenn ihr ein Bild malt, auf der anderen Seite das Papier sich gelb verfärbt. Das Papier hat ja eh schon eher so einen Eierschalenstich. Das muss man mögen. Also auch das beeinträchtigt natürlich die Leuchtkraft der Farben bzw. auch wie sie aussehen. Aber ich wollte das jetzt hier einfach nur mal ausprobieren und da war mir die Art Creation Skizzenbücher einfach am passendsten, weil halt auch recht günstig. Das heißt, wenn ich hier so ein bisschen was versaue, dann tut mir das nicht ganz so weh, als wenn ich das in ein teures Skizzenbuch mache. Wobei, eigentlich Quatsch. Aber ich habe halt auch wegen dem glatten Papier gedacht, das passt ganz gut. Ich würde mir tatsächlich vielleicht doch Markerpapier zulegen, wenn ihr da ernsthaft mehr machen wollt. Und das Markerpapier ist halt auch wirklich rein weiß und tatsächlich sehr dünn fühlt sich das an. Ich hatte mal welches, aber ich habe das tatsächlich meinem Sohn gegeben, da der so Manga-Zeichner ist. Und auch Art, ich hatte schon mal Alkoholmarker von Action, auch die hat er mitgenommen, von daher, weil ich sie einfach nie benutzt habe.
Und ich glaube aber, das funktioniert sehr gut, weil dieses Papier dazu gemacht ist, dass es eben nicht, oder genau so gemacht ist, dass es eben nicht durchbluten kann. Das finde ich total gut, denn ja, hier auf dem normalen Papier ist das schon nicht so schön. Und wenn man sich dann jede zwei Seiten zusammenklebt, hat man natürlich auch viel weniger Seiten zum Bemalen. Das Verfärben finde ich auch nicht so toll, weil ja, macht die andere Seite halt auch unbrauchbar, mehr oder weniger. Und naja, gut. Aber es ist ja ein Skizzenbuch und zum Spielen gedacht und das mache ich hier halt. Ja, das erste Motiv war einfach nur ein bisschen maritim. Leider habe ich bei dem Kraken vergessen, dass die Kamera wieder einzuschalten. Das passiert mir leider immer wieder. Auch wie hier am Anfang von dem Van Gogh-Bild. Das ist ja die Sternennacht. War am Anfang die Kamera wieder aus. Bitte entschuldigt das, ich bin einfach manchmal total verstrahlt. Ich kontrolliere auch zwischendurch immer mal wieder, ob die Kamera noch an ist oder ob ich sie überhaupt angemacht habe, weil ich immer wieder denke, oh, hoffentlich hast du die Kamera angemacht. Naja, seht es mir nach. Es ist das Alter oder die Verstrahltheit, eins von beiden oder beides zusammen. Auf jeden Fall machen die Artmarker riesigen Spaß. Was mir allerdings fehlt, sind so ein bisschen gedecktere Farben bzw. so realistischer. Also man merkt schon, Marker sind zum Illustrieren und für Mangas, für Comics, alles sehr, sehr plakativ, die Farben. Finde ich natürlich auch irgendwo toll hier bei den Bildern. Kommen ja gleich noch mehr, die ich euch zeige. Aber eben für mich so, wenn ich dieses zum Beispiel Florale male, ist mir das alles zu leuchtend. Ihr seht es hier bei dem Grün auch, das ist toll, aber ja, ich werde auf jeden Fall nochmal das andere Set kaufen. Von den Ohoho Art Markers gibt es leider anscheinend nur zwei Sets. Das ist einmal das Illustrationsset, das habe ich. Und dann gibt es noch ein Landscape Set, das habe ich gesehen, das werde ich mir auch nochmal nachbestellen. Da bin ich mal gespannt, ob die Stifte, ob da so ein bisschen realistischere Farben sind, kann man das so nennen. Die Sets haben jeweils 48 Stifte, eben mit Spitze und mit, wie nennt man das denn, mit dieser Markerspitze, im Englischen Chisel Tip. Das mag ich besonders gern. Ich bin nicht so ein Fan von den Pinselspitzen, da kann ich irgendwie gar nicht mit umgehen, witzigerweise. Deswegen gucke ich immer nach denen und da gibt es tatsächlich nicht so viele. Ohoho hat natürlich noch andere Sets, wo dann auch eine größere Auswahl da ist an Farben noch. Aber wie gesagt, dann meistens mit der Pinselspitze und die möchte ich nicht haben. Ja, ich würde sagen, schaut noch ein bisschen zu, lasst euch inspirieren und ich freue mich über eure Kommentare, Ideen, Tipps, Tricks. Falls einer von euch mehr Erfahrung hat mit Markern, bitte lasst es mich wissen. Wie mische ich denn die Farben richtig? Es steht auf der Kiste, dass sie sich leicht zu verblenden lassen, aber ich finde, man kann sie eigentlich nur übereinander legen. Dafür soll ja dann dieser Nullerstift sein, dieser durchsichtige. Funktioniert aber nicht. Aber vielleicht liegt es auch wirklich am Papier. Ich müsste es auf Markerpapier nochmal probieren, wie das dann mit dem Mischen ist. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß. Bleibt gesund, werdet kreativ und schreibt mir ganz fleißig. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht von euch. Bis nächste Woche Freitag. Ciao, ciao.